Wer holt sich besser vom letzten brachialen Nackenschlag? Das ist die Frage hier vorm Revierderby. Die Schalker 3:4 unterlegen im DFB-Pokalfinale gegen Köln. Die Dortmund unterlagen im Finale um die deutsche Meisterschaft mit 2:4 gegen Mainz. Aber was gibt es denn Besseres als ein Duell mit dem Erzrivalen, um sich wieder eine breite Brust zu holen? Die Knappen, wie immer in den königsblauen Trikots von links nach rechts. Die Dortmunder, wie immer in schwarz und gelb. Die Anfangsphase im heimischen Parkstadion gehört den Gastgebern. Das ist Tonje gegen zwei Mann. Lisewski bleibt Sieger. Wieder Tonje, der sehr, sehr gut gefällt. Weiter auf Top und damit viel Glück an den Cora Meisel. Lisewski hält den, aber wäre auch abseits gewesen. Dann mal die Dortmunder mit einer ansehnlichen Kombination, weil es richtig schnell geht. Rijkovs Abschluss, aber dann noch nicht gut genug. Die Knappen ja in der Liga 1:3 gegen Dortmund verloren. Da ist Wut im Bauch und dann ist Top hier. Lisewski sieht gar nicht gut aus. Aber Abseitsposition des Schalker Stürmers bleibt hier beim 0:0. Aber das Team von Trainer Norbert Elgert ist hier besser. Tonje mit dem nächsten Versuch. Schalke dicht dran an der Führung. Dann mal wieder die Borussia. Profitieren hier von einer schwachen Klärung direkt in die Füße des Gegners. Und Cissé dann auch völlig frei. Allerdings auch hier abseits. Das 0:0 scheint hier in Stein gemeißelt, obwohl wir Chancen auf beiden Seiten sehen. Wieder Tonje, für mich bester Mann im ersten Durchgang. Und dann diese Flanke hier von Anno Bodem bleibt aber harmlos. Wir springen in Durchgang 2. Auch Dortmund klärt hier missglückt und dann der Abschluss von Lanfa. Einzig die Chancenverwertung kann man diesem Spiel hier vorwerfen. Sonst ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Top. Und dann wieder Abseitsposition für die Knappen. Lanfer hat hier super Übersicht. Macht den Flügel hier frei. Und dann diese Hereingabe. Und dann rappelt es im Karton. 1:0. Für den FC Schalke 04. Yannick Aimé Tonje in der 64. Spielminute krönt seine Leistung mit dem Tor. Dortmunder Abwehr vogelwild, Schalke mit Tempo, Lisewski chancenlos. Und dann ist hier die überfällige Führung da, Dortmund dann mit Wut im Bauch. Das ist super, weil es auch hier mit Geschwindigkeit geht, aber Rijkov setzt den Abschluss dann daneben. Der kann auch mal drin sein. Doch Dortmund muss auch defensiv immer wieder aufpassen, weil Schalke auch viel, viel Tempo mitbringt. Lisewski hier mit seiner nächsten Parade. Dann Kojic. Belebendes Element im zweiten Durchgang. Der Mann mit der Nummer 15 legt hier gut auf. Und wieder ist Endstation Lisewski. Dann aufgepasst. 5 Dortmunder werden hier von 2 Schalkern überrumpelt und Kojic dann mit dem Tor im Fallen im Stile eines Mittelstürmers versenkt er in der 81. Minute den Ball im Tor und damit auch die Hoffnungen der Dortmunder. Das ist die Vorentscheidung. Bärenstark gemacht vom Schalker Stürmer. Die Abwehr der Gäste sieht nicht gut aus. Dann der nächste missglückte Pass der Dortmunder direkt zum Gegner und Kojic allein auf weiter Flur. Kojic gegen Lisewski, Kojic bleibt cool. Der Pistolero macht das 3:0, 85. Spielminute, Semin Kojic. Mit dem verdienten 3:0. Dortmund fällt auch am Ende nicht mehr viel ein. Wieder die Schalker. Lisewski nochmal mit einer Glanztat. Verhindert hier die höhere Pleite. Und dann ist auch tatsächlich Schluss. Der FC Schalke 04 gewinnt das Revierderby bei den A-Junioren. Am Ende des Tages hochverdient.
im großen Finale des Westfalenpokals wartet der SC Paderborn die Chance für die Titelverteidigung. Für die Knappen.